Liebe Freunde, in Bezug auf unsere letzte Botschaft, in der wir von den größten Gelehrten der schiitischen Gemeinde ein Statement über die Hetze gegen uns und zum Schutz unserer Sicherheit gewünscht haben, ist die genannte 7-Tage-Frist abgelaufen. Wir wurden von radikalen Muslimen als abtrünnig bezeichnet und dass sich in den letzten 7 Tagen niemand meldete, zeigt, dass entweder die Gelehrten damit einverstanden sind oder ihnen Menschenleben wertlos ist. Sie haben damit nicht nur uns, wenige Personen, umgebracht, sondern die Gruppe 12 Memorize als einzige muslimische Antiterror- und Islamreformgruppe. Deutschland, du wurdest getötet. Durch deine Führung, die solche Zustände erst ermöglicht hat, so wie wir dich und uns retten wollten und durch unsere Führung getötet wurden. 12 Memorize erzählt ihre Geschichte. Angefangen hat alles, als der Chaos und Terror im arabischen Raum begann und wir gewusst haben, dass alles hierher kommen, wenn nicht von hier aus gestartet wird. Wir funktionierten und versuchten, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Begonnen mit sozialen Aktionen, um die Nächstenliebe auszuleben. Schnell war uns klar, dass Radikalismus nicht mit Schwäche begegnet werden darf. Wir analysierten den Feind, verstanden ihn und benutzten geeignete Strategien, um ihn zu besiegen. Die ISIS-Hinrichtung ging durch die Welt und dein Prof sagte zu uns, ihr habt eine neue Dimension der Berichterstattung etabliert. Neben Ton, Text und Bild habt ihr die Nähe und Emotion zum Ereignis geschaffen. Der Rezipient war mittendrin. Das Bild der Terroristin von der Aktion brannte sich in den Köpfen ein. Groß und klein wurden für das Thema sensibilisiert. Eine Gefahr für die Salafisten, die auch zu unserer Gefahr wurde. Denn sowohl radikale als auch moderate Muslime kritisierten, bekämpften und boykottierten uns. Es war eine Enttäuschung, da wir auf den Aufstand der Moderaten gehofft haben. Und der erste Dolchstoß kam. Und jemand anderes stand auf, Pegida. Aufgewacht, doch mit falschem Ansatz. So verwendeten wir die vierte Dimension und packten unsere Reisekoffer ein und wollten verreisen. Studenten der Medizin, Jura und Ingenieurwesen, Auszubildende und Schüler. Wie ist es, wenn sie auf einmal weg sind? Die Menschen umarmten und baten uns zu bleiben. Wir sahen die Gesellschaft noch gesund, jedoch mit Angst überdeckt. Angst vor Muslime, vor ihnen wir auch Angst hatten. Das machten wir deutlich in der Aktion Der Islam ist tot, die friedliche Botschaft, die mit dem Ableben Mohammeds manipuliert und entfremdet wurde. Habt Angst vor Muslime, nicht Islam, riefen wir. Vor der Geschichte, nicht Botschaft. Wieder blieben wir alleine. Zweiter Dolchstoß. Und die Karawane zog weiter, und die Hunde bellten, sie wurden lauter und tollwütiger. Die Mehrheit der Muslime schwieg, die Dachverbände warteten auf Anweisungen aus dem Ausland und diese Probleme präsentierten wir der Öffentlichkeit in unseren Aufklärungsvideos. Sie schliefen, wir erhöhten den Druck und die Gesellschaft war schockiert, als der Terror nach Europa kam, Paris und Belgien. Die Führung fand lediglich Worte, leere Worte. Die Taten fielen aus. Wir wurden konkreter und kamen mit Aktionen gegen den Salafismus und Wahhabismus und ihre Rekrutierungsstände, Lichtstände, bis wir unsere Seele aus dem Rachen riefen beim Sklavenmarkt in Essen. Der Druck auf uns wurde groß und die Köpfe der Salafisten adressierten uns. Der nächste Dolchstoß. Aus Gemeinden und Moscheen wurden wir dann verbannt. Die tollen Gelehrten schwiegen und die Aktivisten hatten Angst um ihre Fans. Und die Radikalen feierten diesen Zustand. Der Aufstand gelang nicht und das Gespräch mit den Verantwortlichen wurde gesucht. Mit Pegida und die Dachverbände. Besonders mit der Aktion der Islamist waren Pegida-Anhänger zumeist einverstanden mit unserem Verständnis vom Islam. Wir sagten uns schließlich los von den Gräueltaten im Islam. Es fehlte nur noch eine Seite, die dunkel war. Und wir wollten sie durch die vierte Dimension beleuchten. Die islamischen Dachverbände, DITIB und IGS. 2 Monate lang ignorierten sie durch ihre islamischer Moral unser Schreiben, bis wir dieses Verhalten öffentlich kritisierten. Es kam ein Mann vom IGS, der mit uns reden und den Schaden reduzieren wollte. So seine Worte.
Wir fragten ihn um Erlaubnis, schickten ihm das Video und er bemängelte nichts. Wir konnten nicht alles zeigen, weil die Aktion zu gefährlich geworden wäre. Es reichte uns, dass wir mit einer Frage euch die Parallelgesellschaften vorstellen wollten. Liebes Deutschland, wir haben auf eine neue Art und Weise und durch die digitale Performance, die wir hingelegt haben, Parallelgesellschaften innerhalb der deutschen Gesellschaft entdeckt. Mit eigenem Grundgesetz, eigener Religion und eigener Scharia. Einen kleinen Iran, eine kleine Türkei und Saudi-Arabien in klein. Daher veröffentlichten wir nur wenige Ausschnitte aus dem Gespräch, damit die Aktion im Rahmen der Dachverbände und nicht Länderebene bleibt. Vielleicht fragt sich der ein oder andere, wieso wir von Länderebene reden. Eine kleine Info. In den letzten 7 Tagen haben wir unzählige Anrufe aus dem In- und Ausland erhalten. Einige wollten, dass wir das gesamte Gespräch aufdecken. Andere baten uns darum, dass wir die islamischen Strukturen in Deutschland nicht zerstören. Liebes Deutschland, wir fühlten uns fremd hier. Denn eine kleine Frage nach der Finanzierung hatte folgende Folgen. Radikale Gruppen haben uns Spione, Agenten, unislamisch, Zionisten und abtrünnig bezeichnet. Sie erklärten uns den Krieg, schmähten uns öffentlich mit Name und Bild und hetzten die Gemüter auf. Aufgrund einer Frage, die ihr Konstrukt ins Schwanken brachte. Deutschland, sie kennen deine Gesetze nicht. Was ist los mit dir? Was ist geschehen? Bist du noch Deutschland oder Saudi-Arabien, Iran oder Türkei? Wir wollten weitergehen und mehr Masken abnehmen. Wir adressierten die Führung dieser Gemeinschaft. Liebe Gelehrten, ihr seid vernünftig. Kontaktiert uns und erklärt, ob ihr damit einverstanden seid mit dieser Radikalität. 7 Tage und 4 davon in Ramadan. Und sie schwiegen über das Unrecht und die Radikalität. Jetzt ist die Frist vorüber und viele Masken sind gefallen. Aktivisten, Prediger und bekannte Namen schwiegen über diese Radikalität. Sind Sie einverstanden? Freunde, mit denen wir aus einem Teller gegessen haben. Lebenspartner und zu uns nahe Menschen, alle zeigten auf einmal andere Gesichter. Und die Führung, die Vernünftige, die in der Öffentlichkeit Menschlichkeit, Integration und Demokratieliebe predigen, gaben uns dem Abschuss frei. Ihr Stolz und Selbstliebe waren vielleicht größer, als dass sie dem Ganzen ein Ende setzten. Welche Ziele verfolgen Sie, liebes Deutschland? Wo und wie wollen Sie dich sehen? Wir fanden heraus, dass Ihre Interessen und Ziele vom Ausland diktiert werden. Und wer das in Frage stellt, dem soll der liebe Gott gnädig sein. Jetzt stehen wir vor der Möglichkeit, zu zerstören oder zu verzeihen. Doch wir machen es nochmal deutlich. Wir handeln aus Liebe, nicht aus Hass wie andere Islamkritiker, die aufgrund persönlicher Ereignisse in ihrem Leben nun gegen den Islam hetzen. Ein Kind, welches sich aufregt, kann ein Kartenhaus mit einem Tritt zerstören, wenn es ihm nicht gefällt. Jemand, der das Haus liebt aber, versucht die Karten umzustellen und das erfordert Fingerspitzengefühl, Geduld und Liebe. Nun warten die Medien auf unser Material, die Beweise der Hetze und Schmähung unserer Namen und die sensiblen Aufnahmen. Politiker haben uns kontaktiert und auch der Verfassungsschutz wurde informiert. Jedoch liegt die letzte Entscheidung in unserer Hand. Durch die letzte Aktion, die Gespräche mit den Dachverbänden, haben wir gemerkt, wie dreckig das Spiel ist, das diese Institutionen im Namen des Islam spielen. Wir wollten unsere Hände sauber halten, damit nicht beflecken. Aus dieser Erkenntnis und ab dieser Stelle haben wir die Angelegenheit von 12 from Rise, dem Herrn der Zeit, den Messias, übergeben. Unsere Akte und die Klage mit all den Namen der Täter haben wir einer Legislativen überreicht, die ihresgleichen sucht. Auch wenn uns viele jetzt auslachen, viele gegen uns weiterhetzen, andere traurig sind, dass wir nicht zurückschlagen, so seid gewiss, ihr, die mit uns seid, dass wir mit unserem Gehen jetzt größer sind als je. Wir haben viel aufgedeckt und die Lektion wird in die Geschichte eingehen. Zukünftige Gruppen und Bewegungen werden daraus Lehren ziehen.
Für viele ist auch einiges klarer geworden, für andere ihre eigene Radikalität nun bekannt. Und es ist auch erstaunlich für uns, wie viel wir uns geirrt haben. Das war unsere Geschichte. 12 Moonrise geht nun offline. Die Arbeit wird eingestellt. Deckt nun die Lücke, die ihr geschaffen habt. Und liebe Fans, bitte schaut, ob sich nun noch irgendjemand gegen den Terror traut. Wir gehen mit unserem Stolz, mit unserer Größe und mit der Zuversicht, dass wir stärker denn je wiederkommen werden. Lebe wohl, friedlicher Islam.